Guten Abend. Ich habe kürzlich dieses Buch hier beim Verlag Rüffer und Rub in Zürich publiziert und möchte euch ein kleines Müsterchen daraus vorlesen. Das Buch ist in jeder Buchhandlung erhältlich oder kann bestellt werden über www.fair-fisch.ch, Fisch, Englisch geschrieben. Tut es den Fischen denn weh? Dass Fische Schmerzen empfinden, stellen nur noch wenige Interessengruppen in Frage. Für die meisten WissenschaftlerInnen jedoch ist klar, auch Fische sind leidensfähige Wesen. Seit etwa 20 Jahren wächst die Aufmerksamkeit für das Leiden der Fische und damit die Zahl der Studien, die nachweisen, dass Fische Schmerzen bewusst wahrnehmen. Klammerbemerkung: Vor gut 20 Jahren hat der Verein Fairfish, über dessen Geschichte dieses Buch berichtet, mit seiner Arbeit begonnen. Damals wurden wir so angeschaut. Mittlerweile ist das schon fast Mainstream. Leiden in der Fischerei. Wenn Menschen an Fische zum Essen denken, haben sie meist ein Bild aus der Fischerei im Kopf. Das Leiden der gefangenen Fische ist zeitlich begrenzt. Es dauert vom Fang bis zum mehr oder weniger qualvollen Tod. Das kann je nach Fangmethode wenige Minuten bis ein, zwei Tage dauern. Das größte Leid widerfährt den Fischen, oft nicht einmal beim Sterben an der Luft oder in der Schlachtung bei vollem Bewusstsein, sondern beim stundenlangen, aber aussichtslosen Fluchtkampf, verheddert in den feinen Maschen eines Netzes oder zappelnd an einer von tausenden Angeln einer dutzende Kilometer langen Langleine. Kein einziges Fischlabel engagiert sich dafür, dieses Leiden zu reduzieren. Das von Fairfish im Senegal gesetzte Praxisbeispiel wird bis heute nicht nachgeahmt. Noch größeres Leiden in der Zucht. Heute stammt bereits rund die Hälfte der konsumierten Fische aus Zuchten. Das Fischerbild im Kopf bedarf also der Korrektur. Vor allem auch, was das Leiden der Zuchtfische betrifft. Es dauert viel länger, vom ersten bis zum letzten Lebenstag, je nach Fischart ein bis mehrere Jahre. Die Fische leben mit vielen Artgenossen in einer künstlichen, reizlosen und engen Umgebung, in der sie ihre natürlichen Bedürfnisse und Verhaltensmuster nur sehr beschränkt ausleben können. Selbst wenn dieses Defizit nicht wehtut im Sinne von Schmerzen, ist es doch permanentes Leiden und Verunmöglichung von Entfaltung. Das liegt vor allem am Mangel an gesichertem Wissen darüber, was die Fische außer Futter und Sauerstoff noch bräuchten. Dieses Wissen verfügbar zu machen, ist die Absicht der Datenbank Fish Database von Fairfish. Hier sammeln und systematisieren wir das vorhandene Wissen, stellen es mit Empfehlungen an die Praxis online frei zur Verfügung und regen weitere Forschung zur Schließung von Wissenslücken an. Gestützt hierauf beraten die Forscherinnen unserer Fish Ethology and Welfare Group Fischzüchter in Kursen und vor Ort mit dem Ziel, das Wohl ihrer Fische so weit als möglich zu verbessern. So, das war's für heute. Mehr in diesem Buch, in Ihrer Buchhandlung oder über www.fair-fisch.ch. Vielen Dank fürs Zuhören.